Hey zusammen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich möchte dir heute eine sehr interessante Frage stellen. Und zwar, warum machst du das? Warum verfolgst du die Ziele, die du aktuell verfolgst? Denn im Endeffekt muss unser Warum immer zuerst kommen. Es kommt immer erst das Warum und dann die Ziele. Denn wenn wir uns einige deiner Ziele mal anschauen, wirst du vielleicht Ziele haben im Bereich Fitness, im Bereich Karriere, in deinem Liebesleben, in deinem Freundeskreis, in deiner persönlichen Entwicklung, deiner persönlichen Bildung. Und ich möchte dich einfach fragen, naja, warum verfolgst du die denn? Was ist dein Grund, warum du sagst, okay, die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte vielleicht sogar, wenn du ein großes Ziel erreichen möchtest, dann wird es nur mal ein paar Jahrzehnte dauern, die nächsten Jahrzehnte möchte ich darauf fokussieren, dieses eine Ziel zu erreichen. Warum? Denn häufig ist es so, dass Ziele, die wir verfolgen, gar nicht wirklich unsere Ziele sind. Es sind eher automatische Reaktionen, dass wir sagen, okay, ich habe schon häufig gehört, dass es erstrebenswert ist, dieses Ziel zu erreichen. Von daher werde ich das Ziel jetzt auch mal erreichen. Denn so habe ich das in meiner Umgebung gehört, so habe ich das durch Medien gehört, so habe ich es in YouTube-Videos gesehen, so habe ich das in der Persönlichkeitsentwicklung gehört, dass ich mir bestimmte Ziele setzen soll und die erreichen soll. Aber hast du dich mal hingesetzt und gefragt, warum? Denn ich hatte letztens ein sehr interessantes Podcast-Interview, wo wir genau über dieses Thema geredet haben. Und eine Sache, die mir schon häufig aufgefallen ist, bei mir selber als auch bei Klienten, ist, dass wir uns ein bestimmtes Ziel in den Kopf setzen, ohne uns eigentlich anzuschauen, naja, ob das der beste Weg ist, das Ziel zu erreichen. Ein Beispiel, was ich immer liebend gerne nehme, ist Freiheit. Nehmen wir an, jemand sagt, okay, ich möchte ein Business aufbauen, was ja, so um die 10 Millionen im Jahr macht. Ich möchte auf jeden Fall zehnfacher Millionär sein. Okay, dann könnten wir jetzt die Frage stellen, warum willst du das? Ja, weil ich möchte gerne mein eigener Herr sein, ich möchte gerne frei sein. Okay, super. Ist denn ein Business aufbauen oder ein Wert von 10 Millionen Euro zu haben, ist das denn der beste Weg? Ja, ich denke, wenn ich 10 Millionen Euro habe, dann bin ich frei. Okay, aber was bedeutet denn für dich frei? Das heißt, wir gehen nochmal einen Schritt weiter oder eher einen Schritt zurück. Denn erstmal müssen wir klar definieren, okay, wenn du sagst, dass sie dir 10 Millionen Euro Freiheit bringen, was bedeutet dann für dich Freiheit? Naja, Freiheit heißt für mich, dass ich keinen Chef habe, dass ich meine Lebenshaltungskosten decken kann und dass ich mal ab und zu verreisen kann und ein bisschen Luxus nebenbei habe. Okay, hast du dir mal ausgerechnet, wie viel Euro das im Monat wären? Nee, aber lass uns das mal machen. Das wären dann so und so viel wären vielleicht irgendwie 2.000, 3.000 Euro netto. Ach, das heißt, mit 2.000, 3.000 Euro netto, wo du keinen eigenen Chef hast, sondern wo du sagst, okay, ich baue mein eigenes Business auf, wo ich das und das im Monat als Gewinn mache, dann hast du im Prinzip das gleiche Gefühl, was du dachtest, was du erst mit 10 Millionen Euro erreichst. Schauen wir uns andere Ziele an. Nehmen wir an, du bist Bodybuilder und du sagst, hey, ich möchte den und den Körper haben. Okay, warum? Ja, weil ich möchte unbedingt Aufmerksamkeit und ich möchte gerne mehr Erfolg bei Frauen haben. Okay, warum? Na, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz genug, ich bin nicht genug so, wie ich bin. Ich brauche eher Bestätigung und ich brauche mehr Aufmerksamkeit von außen. Okay, warum glaubst du denn, dass du nicht genug bist? Naja, weil ich damals die negative Erfahrung mit Frauen gemacht habe oder weil ich in der Schule immer der Außenseiter war. Ja, ist das denn der effektivste Weg und der schnellste Weg, um besser mit Frauen zu werden, um ein schöneres Datingleben zu haben und auch um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Vielleicht nicht. Vielleicht ja. So oder so, schau dir deine Ziele mal genau an und hinterfrag, warum du die verfolgst. Denn es hat einen doppelten Sinn. Einerseits weißt du, okay, ist das wirklich der effektivste Weg, um mein Warum zu erreichen? Ja, ich habe das und das Warum, Beispiel Freiheit. Okay, und um dieses Gefühl zu haben, baue ich ein kleines Business, wo ich 2.000 Euro nebenbei im Monat verdiene. Okay, cool, das Ziel passt. Andererseits wird dieses Warum dir genug Antrieb geben, um das Ziel überhaupt erst zu verfolgen. Denn wenn du einfach sagst, gut, ich will jetzt Millionär werden, aber du weißt gar nicht warum, das heißt, es ist gar kein emotionaler Impact dahinter. Ja gut, dann wirst du auch sehr schnell aufgeben, wenn es dann mal härter wird, wenn es dann mal unangenehmer wird und wenn du vielleicht ein paar Rückschläge hast. Denn im Endeffekt, wir folgen jedes Ziel ja nur, weil wir uns emotional anders fühlen wollen, wenn wir genau wissen, warum wir das überfolgen und wenn wir ein starkes Warum haben, was uns eben diesen emotionalen Antrieb gibt, dann ist es auch, ich will nicht sagen ein Kinderspiel, aber macht es sehr viel leichter, ein Ziel über mehrere Jahre, Jahrzehnte hin zu verfolgen. Cool? Jetzt interessiert mich, schreib du mir doch mal in die Kommentare, warum verfolgst du eins deiner größten Ziele? Was ist eins deiner größten Ziele und warum verfolgst du das?
Und nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, damit hilfst du mir sehr, damit hilfst du anderen Leuten sehr, denn die können das Video dann sehr viel einfacher finden. YouTube macht das dann für die leichter auffindbar, es wird mehr Leuten vorgeschlagen und hey, wenn dir das Video geholfen hat, dann willst du ja auch, dass es anderen hilft. Von daher, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Warum? Naja, du sitzt dann mit sie auf der Couch und bist unmotiviert. Dann sollte unser erstes Ziel erstmal sein, ein bisschen Momentum aufzubauen, ein bisschen Bewegung aufzubauen. Und das schaffen wir am einfachsten, indem wir diese kleinen Aufgaben abarbeiten, welche nicht schwierig sind, nicht anstrengend und, naja, welche uns sehr schnell Erfolgserlebnisse bringen.